Würde ich sagen, starten wir mit ein paar Reacts rein. Und an der Stelle, meine Freunde, habe ich für euch was ganz, ganz Tolles. Und zwar einmal hier ein Video, was uns allen Motivation geben soll, tatsächlich. Ich habe es empfohlen bekommen von jemandem. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein. Auf geht die Olga. Von dem guten Die Wiesel Show. Keine Ahnung. Bis dato noch nicht gehört, noch nicht gesehen von dem Kerl. Bin mal gespannt, was damit hinter sich hat. Alle haben gesagt, es wäre extrem gut. Schauen wir mal ganz kurz rein, meine Freunde. Ihr seid auf jeden Fall da. Und ihr wollt das Making-of sehen. Und das zeige ich euch jetzt. Vivi, Minecrafter, danke für eure Subs. Ich esse jeden Tag Fastfood und ich spüre mein Herz. Ich esse jeden Tag Fastfood und spüre mein Herz. Eine der besten Aussagen überhaupt. Also man spürt sein Herz meistens. Ich kann nicht viel rennen, schwitze extrem schnell. Ich bin sehr träge, ich spüre das alles. Das sind alles Nachwirkungen von meinem Essverhalten. Ich krieg's nicht unter Kontrolle. Ich merke es. Mein Herz macht nicht mehr lange. Mann, ich gehe jeden Tag zu McDonald's. Jeden Tag ist es gerade so übertrieben schlimm. Gestern bin ich nachts aufgewacht und ich dachte mir so, jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Ich werd wach und ich hab hier so ein leichtes Taubheitsgefühl gehabt und ich hatte so einen übelsten Druck. Oh mein Gott, okay. Sehr gefährlich. Weil dann könnte es schon ein Anzeichen für einen Herzinfarkt sein. Ich bin's. Dr. Unge mal wieder stark dabei. 22 und ich spüre langsam, dass etwas schief läuft. Mit 22. Tanzi, du kommst hier hin nach Madeira. Wir machen zusammen Sport und dann. Ja, hat ja gut geklappt. Guckst du mal, wie es dir geht. Das hört sich verführerisch an. Junge, ist das geil geschnitten, Alter. So, Leute. Ich hab's jetzt endlich geschafft. Ich hab den Schritt gewagt. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Don't listen to the naysayers, because there's always people out there that will tell you that you will not be able to do that. Forget it. Don't. Am Ende wäre es so geil, wenn wir so eine richtig kranke Transformation hätten, so Transverbot. Nee, das ist falsch. Transverbot. Also Transformationsverbot. Ihr wisst, Transverbot. Ich habe nichts gesagt. Don't listen to the naysayers. You have to have a lot of passion. Mashallah, Baby, und rein in die Olga. Oh, und rein in die Olga. For what you're doing. And it's totally true. And the reason is, it's a lot of hard work. So you gotta love it, you gotta have passion. Ja, man, Tim Cook. You need to be sort of focused on something that you're confident will have high value to someone else. And just very rigorous in your... Ja, man, Elon Musk. Ja, man. Ja, man. 301. So geil, Alter. Tanzverbot X Elon Musk, Digga. In welcher Welt leben wir? 2020, wildes Jahr. 302. Kommt sie durch! Ja, Mann, schön, da war ich auch mit dabei bei der Trainingssession. Das macht er gut. Bin das nicht sogar ich gerade gewesen? 1,3,4. 1,3,5. Sehr schön, Jungs. Work like hell. Don't settle. Shoot for the top. Ja, Mann. Und dann kommt dieser Red Hat da reingespült, Alter, Digga. Oh ja. Oh ja. Nein. Oh mein Gott, Alter. Was ist aus Tanzverbot geworden? Was ist aus Leute, was ist passiert? Was ist passiert mit dem Jungen? Digga, Maschine. Alter! Alter! Boah, Junge! Zu wild die viereckige Wade. Zu wild, Digga. Minecraft-Wade, sein Vater hier. Guck mal, mit Ecke drin, mit Dings. Junge, Tanzmaschine. Puh, zu wild, Mann. Lack dieser Rücken, Silberrücken-Gorilla. So nice, das ist so unglaublich nice, die Tanzmaschine. Digga, flex die Wade, Junge. Damn, 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 damn.
Krank gutes Video, Digga. Wirklich krank gut gemacht. Hier nochmal ein paar wunderschöne Bilder von Tanzi, Leute. Das ist auf jeden Fall anders. Das war anders wild, Digga. Riesiges Shoutout an die Wiesel-Show. Da auf jeden Fall mal unbedingt vorbeischauen, Leute. Geisteskrank funny. Geisteskrank gut. So, jetzt Don Balbano hat einen Diss-Track gemacht, habe ich gehört. Schauen wir da mal ganz kurz vor. Vorbei. Don Balbano Diss-Track. Okay, Leute. Wollen wir uns Don Balbanos Diss-Track reinziehen, Alter? Digga. Nee, das war nicht echt. Natürlich war das echt, Digga. Das ist Tanzverbot. Natürlich war das Tanzverbot. Der hat vorproduziert für 3 Jahre. Okay, Don Balbanos Diss-Track. Let's go. Wie er selber eine YouTube-Premiere da reingemacht hat, der Spasti, Alter. Ist der dumm. Er hat selber dieses YouTube-Community-Feature nicht, dieses Preview-Feature. Nein. Nein, Junge. Ist ja keine Premiere. Oder hat er es wirklich prämiert? Hat er es wirklich prämiert? Ja, nice. Jetzt kriege ich hier wieder einen Diss-Track um die Ohren gefickt, oder was? Digga, Leute. Autisten-Trap in den. Ganz dünnes Eis, Alter. Ganz, ganz dünnes Eis. Don Balbano, ist alles in Ordnung bei dir, Digga? Hast du Kehlkopfkrebs oder so, Digga? Yo, mate. Jetzt machen wir erstmal die Jausen. Was ist denn das, Alter? Man versteht gar nichts. Ich kann nicht rappen, trotzdem mache ich es aber besser als die meisten Deppen. Kann sich richtig sprechen, weder Tisch gescheit den Fisch. Denn eventuell ist hier ein Toaster und ich bin ein Rosa. Digga, also tut mir leid, Leute, an der Stelle kriege ich einfach Ohrenschmerzen. Du bist Hacker nur am Hacken, deshalb die Hose nicht schmecken. Wie wär's mit ein bisschen Oldschool? Oder chillst du wieder in deinem Whirlpool? Castle-Rush und Stream-Event waren die Knaller. Und der Hit, Alter. Klicks generierst du nur durch mich. Und Trimax den Fisch. Ohne uns wär's... Klicks generierst du nur durch mich und Trimax den Fisch. Whack. Du nicht, bist doch eh nur ein Taugenichts. Zerstört hab ich dich in 0,1 altes Jausen gesehen. Lieber Leute. Gut Stream und Kohle verdienen. Dein Zeitverständnis für Geld, die Lose. Ist ja nicht mal on point, Alter. Ist ja nicht mal auf dem Beat, Digga. Digga, Corona für die Ohren. Jetzt im Handel. Droppt das nochmal wer anders rein oder war es das schon? Das war's jetzt. Ah ja. Ah, okay. Man erkennt ja auch gar nicht, wer es geschnitten hat, weil das ist ja die. Das ist ja fast transparent. Man sieht ja gar nichts. Ja. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem dir, Lack dieser Rücken, Silberrücken-Gorilla. Ich heiße Revi und ich habe kein Wort verstanden davon, Alter. Deine Stimme triggert mich so end, Alter. Schaut mal bei Yazaroth vorbei, der hat viel Arbeit darin gesteckt. Ja, das Video war wirklich super, der Song war absolute Kotze. Und auch vielen Dank an alle anderen, die mitgeholfen haben. Ja, Shoutout an alle Leute, die mitgeholfen haben, außer an Don Balbano selber. Ansonsten lasst einen Abo und ein Like da. Okay, das könnt ihr wirklich machen. Lasst ein Abo und ein Like da. Wahrscheinlich Reupload wegen Jause, oder? Bei USN Biden. Ja, ich möge auch nochmal. Vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie Don schon sagte, lasst mal ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und Revi, für dich habe ich noch eine kleine Nachricht. Okay. Mach einfach mal bitte wieder geilere Stream-Events, so wie wie ganz am Anfang mit dem Space-Projekt oder das. Ich mach nur noch Müllprojekte. Mit der Insel oder das Ameisenglas, das Skyblock-Projekt, solche Projekte waren damals einfach geil. Und wenn wir haben noch Ideen, wenn du Ideen brauchst, komm zu uns.
Ungern, ungern. Sag uns Bescheid. Wir geben dir unsere Anregungen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich. Backseat Gaming in den Chat oder was. Ja, vielen, vielen Dank dafür, Alter. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielleicht nehme ich mir das mal zu Herzen. Dankeschön für diesen wunderbaren Distrack nochmal, Bahn. Und ich bin unendlich glücklich dafür.